Hallo und herzlich willkommen hier auf Freizeitfantastics und unserem ersten richtigen Vlog zu der Sommersaison 2022. Ich meine, Wintertraum ist ja jetzt seit einigen Monaten vorbei. Das Phantasialand hat seit gestern wieder offen, kam ich nur leider eventuell aufgrund der etwas teuren Spritpreise nicht hin. Da ich jetzt allerdings auf der Durchreise bin und vorgestern quasi die Ostertour gestartet habe, indem wir, oder ich vielmehr alleine, auf der Palmenkirmes in Recklinghausen waren, ein Aftermovie folgt, starten wir heute so richtig in die Saison, und zwar im fortfahrenden Abenteuerland. Ja, Schnee habe ich auch schon mitgebracht, um quasi den April gebührend einzuläuten. Und ja, was sich denn so in der Jubiläumssaison alles geändert hat, ja, man darf gespannt sein. Also dann, haut rein und bis gleich. So, ein Wunder. Das erste Mal in meinem Leben bekomme ich mal ein Regenticket. Ein Wunder. Ich frage mich zwar, was hat mit einer Jahreskarte großartig für einen Sinn ergibt, aber sage ich jetzt nicht nein. So, großartig viel fahren wird heute hier nicht. Devil hat zu, Speedsnake macht eventuell auf, aber Trapper geht. Ja, jetzt würde ich sagen, geht's erstmal durch die Westernstadt runter. Ich guck mal, vielleicht wird mal wieder eine Runde Dark Raver gesuchtet. Mal gucken. Also dann wünsche ich euch viel Spaß mit den weiteren Impressionen hier und ja, ich kann nur sagen, frohes Neues. Es ist wirklich, also ich fasse mal kurz die letzte halbe Stunde zusammen. Ich habe mal wieder mein Format Rundgang durchgedreht, quasi der Nachfolger vom Rundgang durch den Phantasialand Wintertraum, beziehungsweise den Kirmesrundgang da, wie ist der Schrott da nochmal, Karnevalskirmes Hagen war das, glaube ich, ne? Wattenscheid oder Hagen, Mr. Hagen gewesen sein. Die Kirmes, wo Rock'n'Roll von Deinert stand, so. ja. Ich fasse zusammen, es ist sehr beschneiend, es ist sau anstrengend, flach zu atmen, damit man bei diesen Impressionsvideos meinen Atem nicht so drin hört. Und ja, also Zusammenfassung, an Trevor Slider wird noch getüftelt, soll allerdings noch aufmachen.
Die Speed Snake hat gerade eben schon Testfahrten gedreht, aber uff. Also langsamer hätte es auch wirklich nicht durch den Track fahren dürfen. Ich dachte im ersten Moment, okay, das wird wahrscheinlich so eine MP-Express-Nummer. Ich sag nur perfekt eingeparkt. Aber ja, sie hat es geschafft, ein Wunder. Ja, ansonsten mal gucken, was jetzt noch so abgeht. Ich glaube, es wird wieder auf Thunderbirds und Dark Raver hinauslaufen, aber mal gucken. Ja, ansonsten, ja, keine Ahnung. Bin am Überlegen, mir noch einen Schlitten zu holen und eine Runde zu rodeln bei dem Schnee. Ich meine, da vorne kann man das theoretisch ja sogar durchziehen. Ja. Und ansonsten, mal gucken. Wobei ich wollte schon immer mal ein On-Ride von der Seilbahn drehen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, ich schneide jetzt meine GoPro da dran und dann lasse ich einfach mal fahren und mal gucken, was passiert. Falls ich das gemacht habe, dann werdet ihr es gleich im Vlog sehen. Also dann, seid gespannt.
Oh, jetzt werdet ihr alle geblitzdings. Nee,